Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 14. Lesung des wundervollen Buches Babylon Mysterienreligion von Ralph Wutrow aus 1966. Ich will gar nicht eine große Einleitung machen. Wir haben eine ganze Menge immer noch zu lesen, weil wir sind immer noch ja, knapp über die Hälfte in den Kapiteln. Wir haben noch eine ganze Menge zu tun, aber wie gesagt, es ist die 14. Sendung und wir haben nur eine Stunde. Und von daher möchte ich gleich zu Anfang nochmal ganz herzlich dem Alexander danken, der uns wieder ein wunderschönes Musikstück gegeben hat diese Woche, was ich dann gestern in ein Video verarbeitet habe. Und das können wir uns jetzt eben zum Anfang anschauen und einstimmen und stimmen uns damit ein auf die Lesung des Buches Babylon Mysterien Religion. Hier kommt das Video. Am guten Mensch. Treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen. Will das Alte unsere Herzen quälen, doch drückt uns böse Tage schwere Last. Ja, Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen. Reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leid gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten. So, das war zum Einstimmen ja schon mal sehr schön. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank, Alexander, dass du uns diese wunderbaren Melodien jede Woche gibst, dass wir nach der ganzen satanischen Gender-Agenda, Musik-Agenda, die ich ja nebenbei mit Michael auch noch aufnehme und die viele von euch schauen, dass wir auch nochmal wissen, wie wirkliche Musik zu klingen hat und wie wirkliche Texte gemeint sind, die unseren Schöpfergott im Himmel verherrlichen. Fangen wir an mit der 14. Lesung des Buches Babylon Mysterien Religion. Und wir sind immer noch in dem Kapitel 11, also von 21, etwas über die Hälfte, der heidnische Ursprung des Papsttums.
Und wir lesen jetzt über die Standbilder und deren Prozessionen. Ja, in der Nähe des Hochaltars von St. Peter, wie wir ihn auf Seite 129 sehen, dann pause ich das mal eben hier und gehen wir mal kurz auf Seite 129. Dann zeige ich euch das in dem Buch mit dem Hochaltar von Peter, was er hier meint. Das ist auf Seite 127 im PDF, meine ich hier. Das ist der Hochaltar von Peter. Hier sieht man eine Säule, hier noch eine Säule. Das sind eigentlich vier Säulen, eins, zwei. Hier sieht man noch eine dritte und da ist noch eine vierte Säule auch. Also das sind vier Säulen und das ist dann hier der Altar, der Hochaltar. Das ist natürlich jetzt nicht so ein ganz besonders gutes Bild, was die Qualität angeht, was das einscheinende Licht und sowas angeht, aber man kann sich schon vorstellen, wie eindrucksvoll das da aussieht, vor allen Dingen, wie das alles so richtig schön gold geschmückt ist. Was ich euch da nicht beisagen, ist natürlich, wofür diese Säulen stehen. Da gehe ich jetzt auch gar nicht weiter groß drauf ein. Da sind auch noch ganz interessante Sonnensymbole ganz oben drauf, auf diesem Altar, ganz oben dran. Die kann man auch sehen und der Papst. Der Antichrist zelebriert hier also die Messe am Hochaltar des Petersdoms. Da kann man das mal eben sehen. Und nicht weit hier von diesem Hochaltar im Petersdom entfernt steht diese Statue von St. Petrus, die wir ja schon des Öfteren erwähnt hatten in dieser Lesung, die hier mehr oder weniger nackt ist. Ja, man sieht auch hier noch einmal vergrößert den Fuß, den hier unten, da wo eine Hand da drum ist. Hier ist noch einmal vergrößert der Fuß, wo man sieht, dass die Zehen schon ziemlich abgenutzt sind. Von dem ständigen Greifen und Küssen im Allgemeinen von den Leuten, was die da auch mit tun. Das sehen wir hier auch gleich in dem Bild nochmal. Aber im Text fährt der Autor hier fort und sagt also, dass in der Nähe des Hochaltars von St. Peter eine große Bronzestatue steht, die Petrus darstellen soll. Und ich hatte ja schon früher gesagt, das ist der Jupiter, also dargestellt, ja, also die Statue des Jupiter aus dem heidnischen Pantheon, das wir jetzt hier im Bild, in dem Video sehen, nach dem Umzug. Das wurde nämlich einfach aus dem Pantheon rausgeholt und in den Petersdom reingestellt. Und das Pantheon selber wurde dann im 7. Jahrhundert vom Papst zu einer Kirche geweiht. Ja, also man nimmt diesen alten Tempel, ja, was man ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt gerade eben, das ging ziemlich schnell vorbei, das Bild, wenn wir mal eben anhalten hier. Ihr seht hier diese Rundung hier oben auf dem Dach, ja. Das ist wie ein Jupiter-Tempel. Das kennt ihr auch vom Kapitol. Wir lesen ja gleichzeitig hier auch noch Herrscher des Bösen und haben uns ja mit dem Kapitol beschäftigt, beschäftigen uns da mit dem Buch zwar heute Abend wieder, aber das Kapitol haben wir ja inzwischen abgeschlossen. Also das Fresko darin und so, die ganzen Zeichnungen da drin, das haben wir ja hinter uns. Aber das erinnert ihr euch sicher noch. Das hat halt mit dieser runden Kuppel zu tun. Und diese runde Kuppel ist im Grunde immer ein Beweis dafür, dass es sich um einen Tempel Jupiters handelt. Deswegen hat man hier auch die Jupiterstatue rausgeholt. Und das hat der Papst einfach im 7. Jahrhundert, also nachdem er dann Papst wurde, wir wissen ja inzwischen 606 war Boniface III., der wurde der erste Papst, 606, 607. Und in demselben Jahrhundert, gar nicht mal so spät danach, hat ein anderer Papst halt hier das Pantheon als Kirche geweiht. Heute fungiert das mehr oder weniger als Kirche. Das ist nicht mehr aktiv, aber man kann es wohl noch besichtigen. Aber es ist halt jetzt eine Kirche und kein Heidentempel mehr. So gesagt, ne? Weil der Papst halt vom Heiligen Tempel zur Kirche weiht. Obwohl der Papst kann gar nichts weihen, der kann auch gar nichts heilig machen. Er ist nämlich selbst einer der unheiligsten und höllischsten Menschen auf der ganzen Erde. Aber wie gesagt, das hier ist das Pantheon und man sieht noch mit einer runden Kuppel, dass es eigentlich ein Tempel des Jupiter war, früher. Na? Dieses Standbild, gehen wir jetzt zurück auf das Bild von St. Peter, wird mit tiefster Verehrung betrachtet. Und sein Fuß ist so oft geküsst worden, dass die Zehen schon fast ganz abgenutzt sind. Das Foto hier unten zeigt einen früheren Papst, nämlich Antichrist Johannes den 23., wie er gerade im Begriff ist, die Figur zu küssen, die man zu diesem Anlass mit reichen päpstlichen Gewändern und der dreistufigen Papstkrone bekleidet hat. So sehen wir uns das hier mal an, wie seine Lippen da so langsam in die Richtung dieses Fußes gehen. Übrigens auch interessant, ich weiß nicht, ob das vielen bekannt ist, Papst der 23., also Papst Johannes der 23., das ist ein Name, der einzige Name bei den Päpsten, der doppelt vergeben wurde. Ich weiß nicht, ob das den Menschen bekannt ist. Ich will da jetzt auch nicht zu weit drauf eingehen. Das ist ja schon fast eine Extra-Studie. Aber es gab vor einigen 100 Jahren ein Schisma in der römisch-katholischen Kirche, wo es verschiedene Päpste gab. Einen in Avignon im Süden von Frankreich, einen in Rom und den anderen, jetzt komme ich nicht mehr auf die Stadt, wo das war. Das war auch, glaube ich, in Norditalien irgendwo noch.
Drei Städte, drei Päpste, die haben sich gegenseitig als Antichristen verflucht und einer davon war der Johannes der 23. Und das waren dann die sogenannten Antipäpste in der Zeit, wo das passiert war. Und das an sich ist ja nun gar nicht mal so wild, aber dass man im Zweiten Vatikanischen Konzil oder den Papst, der das Zweite Vatikanische Konzil 1962, Ende 62 eröffnet hat, dass der sich auch Johannes der 23. nannte, ist halt spezial, weil es den Namen schon mal gab, aber der andere war ja ein Antipapst, also hat man den Namen sozusagen aberkannt und gesagt, den hat es nie gegeben. Jetzt nennt sich der 23., der Johannes der 23. als einziger Johannes der 23. Aber, und das ist jetzt die interessante Information, wenn man zu den ultramontanen Katholiken geht, die also zum Beispiel auf der Website Most Family Monastery zum Beispiel vertreten sind, also die ultramontanen Konzil von Trient Katholiken, die sagen, dass alle Päpste ab dem Zweiten Vatikanischen Konzil Antipäpste sind. Also, dass wir wieder ein Schisma haben in der römisch-katholischen Kirche und dass alle Päpste, die im Grunde nach dem Pius dem 12. gekommen war, der ja bis 1900 und weiß ich gar nicht, ja, Ende der 50er, glaube ich, wohl Papst war, bis dann Johannes der 23. übernommen hatte, dass alle Päpste danach im Grunde gar keine Päpste sind. Ja, selbst, da ist selbst eine Fraktion in der römisch-katholischen Kirche, die die Päpste von heute und alle, die nach dem Johannes dem 23. kamen, also Johannes der 23., Paul der 6., Johannes Paul der 1. für 33 Tage, Johannes Paul der 2., Benedikt der 16. und jetzt Franzis, dass das alles Antipäpste sind und dass das sogar Antichristen sind. Ja? Die sind tatsächlich, die gehen sogar so weit und sagen, das sind tatsächlich Antichristen. Also da ist im Augenblick sehr viel Unruhe in der römisch-katholischen Kirche mit der rechten und der linken Fraktion, was man so aus der Politik kennt, das haben die da auch. Und da gibt es einige ultramontane Webseiten, wo man sich mal umschauen kann, die also auf die römisch-katholische Kirche selbst auch schimpfen. Von daher ist es eine sehr interessante Zeit, die wir im Augenblick im Vatikan mitmachen. Und ich hätte das eigentlich auch nicht erwähnt, aber da wir hier gerade auf Johannes den 23. kommen, wollte ich das mal kurz erwähnen und warum der eben Papst Johannes der 23. heißt und was da so ein bisschen hintersteckt. Aber da kann man sich auch immer ein bisschen selbst informieren. Ich kann in dieser Lesung hier jetzt nicht alles bis ins Detail in der Richtung erklären, aber so habt ihr schon mal eine kleine Ahnung, worum es da geht. Gut, aber wir fahren jetzt mit der Lesung in dem Buch fort. Die Praxis, Götzenbilder oder Statuen zu küssen, wurde aus dem Heidentum übernommen. Ja, wir wissen ja, missionarische Adaption, wir wissen ja, dass das Heidentum sich hinter dem Christentum sozusagen versteckt und heute wird der römische Katholizismus als Christentum ausgegeben, das er nicht ist. Wie wir schon wissen, ist die Anbetung von Baal mit der antiken Verehrung von Nimrod als Sonnengott verbunden. In den Tagen Elias haben sich Massen vor Baal gebeugt und ihn geküsst. Aber, so sagt unser Herr im 1. Könige 19,18, ich habe aber in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. In einer Form der Mysterien wird Nimrod, hier inkarniert dann als Tammuz, als Kalb dargestellt. Statuen von Kälbern wurden gemacht, angebetet und geküsst. Das kennen wir auch noch von der Zeit von Aaron, als Moses auf den Berg Sinai ging. Ja? Und in Hosea 13,2 lesen wir dazu, und nun fahren sie fort zu sündigen und gießen sich Bildnisse aus ihrem Silber, Götzenbilder nach ihrer Erfindung, allesamt ein Machwerk von Künstlern. Und ihnen sagen sie, die Menschen, die opfern, sollen die Kälber küssen. Einen Götzen zu küssen, war ein Teil der Anbetung Baals und ist es heute noch. Nun, nicht nur die Praxis des Küssens von Götzen wurde von der römischen Kirche übernommen, sondern auch der Brauch der religiösen Prozessionen, bei denen Götzen getragen wurden. Solche Prozessionen sind ein allgemein anerkannter Teil der römisch-katholischen Praxis, aber dennoch nicht christlichen Ursprungs. Im 15. Jahrhundert vor Christus wurde mit großem Pomp und Zeremonie ein Bild der babylonischen Göttin Ishtar von Babylon nach Ägypten getragen. Götzenprozessionen wurden früher in Griechenland, Ägypten, Äthiopien, Mexiko und in vielen anderen Ländern praktiziert.
Die Bibel zeigt die Torheit derer, die glauben, dass Gutes von Götzen kommen kann. Götzen, die so kraftlos sind, dass sie getragen werden müssen. Ha, Jesaja hat dies unter direktem Bezug auf die Götter Babylons zu sagen. Lesen wir mal Kapitel 46, Verse 6 und 7 zu den zu tragenden Götzen. Es steht geschrieben, da schütteln sie Gold aus dem Beutel und wiegen Silber mit der Waage ab. Sie bezahlen einen Goldschmied, damit er ihnen daraus einen Gott macht, vor dem sie niederfallen, ja, den sie anbeten. Sie nehmen ihn auf die Schulter, tragen ihn und stellen ihn an seinen Ort. Da steht er und rührt sich nicht von der Stelle. Man schreit zu ihm, aber er antwortet nicht. Er rettet niemand aus seiner Not. Tja, und manchmal wird so ein Idol getragen und bei solchen Dingen passiert dann auch mal ein Unglück. Und was dann genau passiert, das zeige ich euch mal kurz in diesem Video. Maria ohne Kopf. Gut, das ist genug. Der Rest ist nur eine Wiederholung. Also das muss man sich jetzt nicht 20 Mal angucken. Aber ist schon ganz interessant. Die lauten Aufschreie von den Leuten, wenn das fällt. Und lasst euch gesagt sein, diese lauten Schreie sind nicht nur aus der Überraschung, dass die Maria fällt, das sind hauptsächlich Schreie des Entsetzens, dass so etwas passiert hier. Ich bin sehr dankbar dafür, dass jemand dieses Video aufgenommen hat und auf YouTube reingestellt hat, dass ich mir das mal gebrauchen konnte, weil das passt unglaublich gut genau zu dem Text, den wir hier gerade eben gelesen haben. Die Bibel zeigt nämlich die Torheit derer, die glauben, dass Gutes von Götzen kommen kann. Götzen, die so kraftlos sind, dass sie getragen werden müssen, die, wenn sie fallen, ihren Kopf verlieren, die Ohren haben, aber nicht hören können, die Augen haben, aber nicht sehen können, die Hände haben, aber nicht händeln können, die Füße haben, die aber nicht laufen können. Der Priesterkönig. Nebenbei schauen wir hier noch ein paar andere Götzen an, die teilweise aus Indien und anderen heidnischen Religionen stammen. Der Priesterkönig. Nicht nur Götzenprozessionen werden von der römisch-katholischen Kirche weitergeführt, sondern auch der Papst wird in einer Prozession getragen. In der Zeit Jesajas wurde Silber und Gold über die Götzen geschüttet. Heute werden teure Gewänder und Juwelen auf den Papst gelegt. Wenn der Gott der Heiden in der Prozession getragen wurde, fielen die Menschen nieder und beteten an, so wie sich da bei bestimmten Anlässen Menschen vor dem Papst beugen, wenn er vorübergetragen wird. So wie der heidnische Gott auf den Schultern getragen wurde, so tragen auch Männer den Papst, den Gott des Katholizismus, in religiöser Prozession auf ihren Schultern. Ich habe da einen Film von, ich weiß aber nicht wo, ich bin nur ziemlich sicher, es gibt davon ein Bild und ich werde mal eben sehen, ob ich das Bild finde auf meinem Computer. Ich meinte, es war Sedia, so heißt das. Und zwar geht das um Papst Pius XII., den ich ja gerade eben schon mal besprochen hatte. Das ist jetzt ziemlich klein, das könnt ihr so vielleicht ein bisschen besser erkennen. Ja, hier wird Papst Pius XII. Getragen, das ganze Ding hier, das haben die Leute auf ihren Schultern, wie wir gerade eben das von dem Maria-Bild auch gesehen haben. Hier haben wir dann die Straußenfedern, die nicht gebraucht werden, um ihm kühle Luft zuzufächeln, weil da geht es gar nicht drum. Das hat eine andere Bedeutung und das ist halt Papst Pius XII., der hier in dieser Sedia, wie das Zeug heißt, und das Ding heißt, getragen wird. Und das haben wir hier auch noch ein Bild von Papst Paul dem Sechsten, ja, der ja übernommen hatte, als Johannes der 23. gestorben war, 1963. Ja. Johannes der 23. hatte halt das Zweite Vatikanische Konzil noch eröffnet in 62. Der hat er übernommen von Pius dem 12., der starb, glaube ich, bei 59 oder so, weil er hatte erst noch Miranda Prausus rausgebracht.
Und dann war Paul der Sechste der Nächste, der übernommen hat. Und da seht ihr das hier noch ein bisschen besser als in dem Bild gerade eben. Es ist ein bisschen größer, wie ihr hier getragen wird. Es ist halt in Schwarz-Weiß, nicht in Farbe. Aber ihr seht hier die Ständer hier. Hier seht ihr so leicht die Flabella hier an der Seite. Ja, das sind hier die Straußenfedern. Hier sieht man das auch nochmal ganz deutlich. Die Straußenfedern, die damit getragen werden. Das ist auf dem St. Petersplatz in Rom, wie man leicht erkennen kann. Und die ganzen Leute hier haben halt den Papst auf ihren Schultern und tragen ihn rum wie einen Gott. Eine Götze. Ja, genau so ist das. Also, in der Zeit Jesajas wurde Silber und Gold über die Götzen geschüttet und heute tragen sie den Papst auf ihren Schultern. Vor mehr als 3000 Jahren war in Ägypten genau der gleiche Brauch bekannt. Dort waren solche Prozessionen ein Teil des Heidentums. Und wer in seiner Kindheit Asterix und Obelix gelesen hat und wer es in seiner Erwachsenenzeit gelesen hat auch, der sieht ja in den Geschichten, wo Asterix und Obelix in Ägypten sind, zum Beispiel Asterix und Kleopatra oder wie das heißt auch, wie da ja auch die Kleopatra getragen wird auf diesen, ja, Sedia, nennen wir das jetzt hier beim Papst. Ja, wie auch immer, sie wird halt getragen. Sie sitzt auf einem Thron, der getragen wird von Menschen. Und übrigens in modernen Musikvideos sieht man das auch immer wieder. Ich glaube, Madonna hat sich da schon tragen lassen und die ein oder andere satanische junge Sängerin, da kommt Katy Perry und wie sie alle heißen, hat das auch schon gemacht. Und da haben sie das auch schon gemacht. Das geht eben alles zurück auf das Heidentum. Ja? Dort waren solche Prozessionen, wie gesagt, Teil des Heidentums. Heute ist dieses Heidentum christianisiert, also nennt sich zumindest Christentum, römischer Katholizismus. Die Illustration auf der nächsten Seite zeigt den damaligen Priesterkönig von Ägypten, der von 12 Männern durch ihm zujubelnde Mengen getragen wurde. Ein Vergleich der päpstlichen Prozession heute mit der damaligen heidnischen Prozession Ägyptens zeigt, dass die erste eine Kopie der letzten ist. Na, hier sehen wir also Papst Paul den Sechsten, das Bild, das ich gerade eben schon mal hatte, das Bild, das jetzt auch hier in dem Video ist. So passt das eben immer schön zusammen. Und hier sehen wir eben das Bild in Ägypten, na, der ägyptische Priesterkönig, der in einer Prozession getragen wird. Dann natürlich noch andere Symbole, die da eine Rolle beispielen, aber da beschäftigen wir uns jetzt nicht mit. In der Zeichnung des ägyptischen Priesters und Königs sehen wir ein Fabellum, einen großen Fächer bestehend aus Federn. Ja, den sehen wir hier ja auch. Ne? Dieser war später bekannt als der mystische Fächer von Bacchus. Und so wie dieser Fächer in Prozessionen mit dem heidnischen Priesterkönig getragen wurde, so umgab er auch den Papst bei Staatsangelegenheiten. Hier sehen wir das ägyptische Bild, was hier im Buch gleich auf der nächsten Seite kommt, in dem Video nochmal. In der Encyclopaedia Britannica wird berichtet, dass der Papst, wenn er zu feierlichen Zeremonien ging, auf dem Sedia getragen wurde, einem tragbaren Sitz mit einer hohen Lehne und mit rotem Samt bezogen, wobei ihn zwei Fabelli aus Federn umgaben. Hatten wir ja gesehen auf dem Bild. Es ist bekannt, dass diese Fächer für die Prozession verwendet wurden, ihren Ursprung im ägyptischen Heidentum haben. Dies wird sogar von katholischen Autoren selbst bestätigt. Die vier starken eisernen Ringe an den Beinen des Stuhles Petrus waren für die Tragestangen vorgesehen. Wir können jedoch sicher sein, dass der Apostel Petrus niemals durch die Menschenmengen, die sich vor ihm niedergebeugt haben, getragen wurde. Also auf Seite 90, sagt er, sehen wir hier den Stuhl Petrus. Das ist dann schon ein wenig vorbei, da waren wir dann schon, da müssen wir mal eben zurückgehen. Hier sehen wir den Stuhl Petrus, da hatten wir auch vorher drüber gesprochen zu der Zeit, auch wegen der Inschrift, die da drin ist. Und hier sieht man ja ganz leicht diese Schlaufen, also das sind dann hier halt, wie der Autor gerade sagte, ja solche Ringe, wo man halt eine Stange durchzieht und dann kann man den halt tragen. Das ist halt die Billigversion der Sedia, die man da gesehen hat. Ja, sehen wir jetzt wieder hier im Video, also muss ich gar nicht hin und her gehen. Ist ja praktisch, dass man die Bilder immer so rechtzeitig sieht. Also diese vier starken eisernen Ringe an den Beinen des Stuhles Petri waren für die Tragestangen vorgesehen. Das ist also die Billigversion der Sedia. Wir können jedoch sicher sein, dass der Apostel Petrus niemals durch Menschenmengen, die sich vor ihm niedergebeugt haben, getragen wurde. Warum? Na, weil die Bibel uns davon Zeugnis gibt. Und zwar in Apostelgeschichte Kapitel 10, Verse 5 und 26. Und da sagt die Bibel ganz klar, als nun Petrus hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Ja, Cornelius, erinnern wir uns, war der Wächter der römischen Garde, der hier
niederkniet. In dem Videobild sehen wir genau das, was hier beschrieben ist. Ja. Da war also der Wächter, den Petrus mit seiner ganzen Familie zu Jesus Christus gebracht hat. Ja. Petrus war der erste der Apostel, der das Evangelium zu den Heiden brachte. Ja. Deswegen ist er nicht der Heidenapostel, das ist Petrus. Aber in der Geschichte von Cornelius, das kann man sehr schön lesen im Apostelgeschichtebuch, sehen wir, wie Petrus der Erste war, der den Römer Cornelius und seine ganze Bande, so wie es geschrieben steht, also seine ganze Familie, zu Jesus Christus gebracht hatte. Und der fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Eben genau das bedenkend, was Jesus Christus gesagt hat. Ja, dass wir uns nicht erhöhen sollen und wenn wir uns erniedrigen, dann werden wir im Himmel erhöht werden. Ja, und das Bild hatte ich damals hier gefunden, das fand ich soweit eigentlich ganz lustig. Ich habe dann dabei geschrieben, das ist Christus, wirklich. Ich habe das Bild später auch noch mit anderen Titeln versehen. Das zeigt uns im Grunde mal, wie borniert die Menschen sind, die solch einen Menschen anbeten. Ich habe den Eindruck, dass Bruder Michael gerne etwas sagen möchte. Ich wollte nur noch eine Sache. Ich habe es entweder falsch verstanden oder du hast dich da verhaspelt. Du hast eben gesagt, dass Petrus der Apostel der Heiden wäre. Ich habe gesagt, also zumindest wenn ich mich richtig ausgedrückt habe, Petrus ist nicht der Apostel der Heiden, das ist Paulus, aber Petrus ist der erste Apostel, der den Heiden das Evangelium brachte in der Form von Cornelius, dem Wächter, ja, weil Petrus war ja ein gefangen genommen. Und er hat dem Cornelius und seiner ganzen Bande, wie es in der Bibel geschrieben steht, ja, Italian Band, so heißt es in der KJV. Ja, seine Band, ja. Ja, also seine italienische, das heißt also im Grunde seiner ganzen italienischen Sippschaft, sage ich jetzt mal, hat er das Evangelium gebracht. Petrus war der Erste, der einen Heiden zum Christentum bekehrt hat, eben diesen Cornelius, aber er war nicht der Apostel der Heiden, das war Paulus dann später. Gott. Ja? Genau, dann habe ich das nicht gehört. Okay, gut. Ist ja in Ordnung. Dafür ist das ja mit offenem Mikrofon. Wenn man eine Frage hat, dass man das bitte klärt. Ich kann ja auch manchmal mich undeutlich ausdrücken und dann haben wir das in der Hinsicht dann geklärt. Also nochmal ganz deutlich, Petrus war der erste Apostel, der einen Heiden zum Christentum bekehrt hat, aber Petrus war nicht der Apostel der Heiden, das war Paulus. So, dann fahren wir eben nochmal kurz weiter. Das ist ja beinahe genau. Also das Bild finde ich immer noch ganz schön lustig hier. Vielleicht kriege ich dann auch irgendwann mal einen Community-Strike, weil ich das Bild im Internet zeige. Es gibt wohl kaum einen Zweifel daran, sagt der Autor, dass das päpstliche Amt durch eine Vermischung von Heiden mit Christentum zustande gekommen ist. Das Pallium, das hatten wir am Anfang dieses Artikels besprochen, die Fischkopfmitra, ja, diese merkwürdige Fischkopfmütze, die der Papst aufsetzt, und auch die Bischöfe übrigens, die babylonischen Gewänder, die mystischen Schlüssel und der Titel Pontifex Maximus. All das ist aus dem Heidentum entliehen. All dies und die Tatsache, dass Christus in seiner Gemeinde niemals ein päpstliches Amt eingerichtet hatte, zeigen klar und deutlich, dass der Papst nicht der Stellvertreter Christi oder der Nachfolger des Apostels Paulus ist. Man muss sich nur diese paar Dinge angucken und dann erstickt das jegliche dergleiche Diskussion bereits am Anfang. Das Problem ist, dass viele Leute die Wahrheit nicht glauben wollen, auch wenn man sie am Nacken packt und mit dem Kopf da reindrückt. Dann wollen sie es noch nicht wahrhaben. Das ist leider so. Und der Grund dafür, meine lieben Brüder und Schwestern, ist ganz einfach. Wir werden alle von einem Geist geleitet. Und entweder werden wir vom Heiligen Geist in die Wahrheit geleitet oder wir werden von sogenannten Familiar Ghosts, wie es in der König James so schön heißt, also von fremden Geistern in den Irrtum geleitet. Und so wie der Heilige Geist sehr viel Kraft hat, sage ich jetzt mal, um uns von der Wahrheit zu überzeugen, so hat der andere Geist auch sehr viel Kraft, die Menschen von der Lüge zu überzeugen. Und die wollen die Wahrheit nicht beihaben, auch wenn man sie mit dem Gesicht reintüncht. Es interessiert sie nicht. Sie wollen einfach nicht. Sie können nicht wollen, weil sie sind von einem Geist besessen, der diese Wahrheit nicht akzeptiert. Traurig, aber wahr. Leider. Das muss man so mal eben sagen. So, das Video kann ich jetzt hier stoppen, weil wir gehen jetzt in das nächste Kapitel
Und anstatt jetzt überhaupt kein Video mehr zu machen, das nächste Kapitel heißt päpstliche Unmoral, kann ich, wenn ihr mir das eben gestattet, kurz die Zeit nehmen und sucht das Video raus für die nächste Folge. Und das müsste dann Nummer 12 sein. Das haben wir hier und dann starten wir das und dann lassen wir das nebenbei laufen. Dann müssen wir den Ton ausmachen, der ist schon aus, runterziehen. Ja, sollte auch stehen bleiben, bitte. So, und dann machen wir das auf die richtige Breite. Und dann können wir damit fortfahren und lassen wir das Video, das ist hier jetzt die 12. Lesung in Englisch, das Kapitel, na, also das Kapitel 12, Papal Immorality, also mit anderen Worten, päpstliche Unmoral. Und als Untertitel habe ich hier gewählt, The Unholy History of the Papal Office, also die unheilige Geschichte des päpstlichen Amtes und Luthers Besuch zu Rom und der weibliche Papst. Ja, es gab sogar einen weiblichen Papst. Oh, Gott hat seinen Spott mit diesen Heiden getrieben, kann ich euch sagen. Da werden wir jetzt gleich drüber lesen. Die unheilige Geschichte der sogenannten heiligen Väter. Na, was Jesus zu den heiligen Vätern auf dieser Erde sagt, muss ich ja jetzt nicht mehr wiederholen. Ja? Matthäus Kapitel 6, wenn ich mich nicht irre. Zusätzlich zu den eindeutigen Beweisen, fährt der Autor fort, die geliefert wurden, neigt man dazu, gerade aufgrund des Charakters und der Moral vieler Päpste, in ihnen eher Nachfolger heidnischer Priester zu sehen als Stellvertreter Christi oder Petri. Einige der Päpste waren so verdorben und so niederträchtig in ihren Taten, dass selbst Leute, die sich zu gar keiner Religion bekannten, sich für sie schämten. Ehebruch, Sodomie, Simonie, Vergewaltigung, Mord und Alkoholismus gehörten zu den Sünden, die von Päpsten begangen wurden. Und da gibt es ein sehr interessantes Buch, das ich anrate, mal zu lesen, aber mit Vorsicht zu genießen ist, weil Dave Hunt, der Autor des Buches, was ich jetzt erwähne, war selber ein Futurist. Also hat, obwohl er so wunderbar über das Papsttum geschrieben hat, hat das Papsttum nicht als Antichristen erkannt. Ja, aber in seinem Buch, das er schreibt, Die Frau und das Tier, gibt es ein Kapitel, das sehr, sehr tief in dieses Thema eingeht und das lässt euch die Nackenhaare aufstellen, dass man überhaupt nicht glauben kann, dass solche Männer Päpste sein konnten. Es sollte für Katholiken obligatorisch, also verpflichtet sein, historische Fakten wie die, wie wir jetzt in diesem Buch lesen und die, die Dave Hunt in seinem Buch Die Frau und das Tier, was wir hier in Englisch im Original im Bild sehen, aufgeschrieben haben, um die zu lesen. Und dann mit eigenen Augen zu sehen, wen sie wirklich verehren, wenn sie den verehren, den wir da gerade eben noch so schön auf der Toilette haben sitzen sehen. Wisst ihr, warum ich das Bild so gut fand mit der Toilette? Na, wenn der sich da putzt, wo wir uns alle putzen müssen und drückt ein bisschen zu feste und dem sein Finger rutscht durch das Papier, ist er genauso braun wie unsere auch. Na? Also erzählt mir nicht, dass das ein heiliger Vater ist oder dass das ein Gott ist. Einige der Päpste waren so verdorben. Einige. Ich glaube, die Liste befasst weit mehr als 50 Päpste. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist schon ein bisschen mehr als einige. Ne? Solche Sünden mit Männern zu verbinden, die den Anspruch erhoben, zwischen Anführungszeichen heiliger Vater oder Stellvertreter Christi oder Bischof der Bischöfe zu sein, mag schockierend sein. Doch diejenigen, die mit der Geschichte des Papsttums vertraut sind, wissen wohl, dass nicht alle Päpste heilige Männer gewesen waren. Hier habe ich natürlich jetzt ein kleines Missverständnis mit dem Autor. Warum? Er sagt, dass nicht alle Päpste heilige gewesen waren. Nein, kein einziger Papst war ein heiliger Mann. Kein einziger Papst war überhaupt ein Papst oder war ein Christ. Und in der Bibel steht deutlich geschrieben, es ist nicht einer rechtschaffen, nein, nicht einer. Kein einziger Mensch in seinem Fleisch, außer Jesus Christus, der jemals auf dieser Erde gewandelt ist, ist rechtschaffen oder ist gerecht. Ja? Und das steht so in der Bibel. Und deswegen kann ich das sagen. Und deswegen kann ich hier ganz deutlich sagen, das Wort nicht alle Päpste, nein, das heißt, das muss heißen kein Papst. Ja? Kein Papst. Ja, hier sehen wir schon die Marosia, eine interessante Person. Die Regierung der Huren. Antichrist Papst Sergius III., der regierte zwischen 904 und 911,
9-11, ja, erhielt das päpstliche Amt durch Mord. Die Geschichte der Kirche Roms erzählt über sein Leben, dass er in offener Sünde mit Marosia gelebt hatte, die wir gerade im Bild gesehen haben, die ihm einige uneheliche Kinder gebar. Übrigens, diese Kinder werden dann oftmals später die Kardinäle der römisch-katholischen Kirche. Ja, und hier sehen wir Jesus Christus, wie er einmal so gar nicht göttlich, eine Szene, die viele Leute gar nicht sehen wollen, wo Jesus Christus mal richtig sauer wird. Ja. Schönes Bild hier eben noch. Baronius beschrieb ihn, also den Sergius den Dritten, als Monster. Und von Gregorovius wurde er als ein terrorisierender Krimineller bezeichnet. Ein Historiker schreibt, Zitat, 7 Jahre saß dieser Mann auf dem Stuhl des heiligen Petrus, während seine Konkubine und ihre Semiramis ähnliche Mutter in einem Pomp und in einer Üppigkeit schwelgten, die an die schlimme Zeit des alten römischen Reiches erinnerte. Ja, die Zeit des heidnischen römischen Reiches, das aus lauter Dekadenz dann auch den Untergang fand. Diese Frau, ja, Theodora, also die Mutter von der Konkubine, den haben wir jetzt wieder vergessen, war gerade noch hier im Bild, naja, ist egal, ihr wisst ja, wen ich meine, also diese beiden, diese Frau Theodora, die wegen ihrer schlechten Moral mit Semiramis verglichen wird, und Marosia, die Konkubine, ja, voll angestellter Name, ja, Marosia und Theodora, füllten den päpstlichen Stuhl mit ihren Liebhabern und unehelichen Kindern und verwandelten den päpstlichen Palast in eine Räuberhöhle. Von daher gerade eben das Bild Jesus Christus, wie er die Räuber, die Geldwechsler aus dem Tempel vertrieben hat. Die Herrschaft des Papstes Antichrist Sergius III. Leitete die Zeit ein, die als die Regierung der Huren zwischen 904 und 963 bekannt wurde. Wie gesagt, ich hatte gesagt, 50 Päpste, es sind 50 Jahre, aber lasst euch gesagt sein, kriminelle Päpste gab es davor und gab es danach auch noch, aber diese knapp 50 Jahre hier oder 60 Jahre ist die Zeit der Huren, also als die Zeit der Huren bekannt. Papst Johannes X., der dann regierte von 914 bis 28, wurde ursprünglich als Erzbischof nach Ravanna gesandt. Aber Theodora hatte ihn nach Rom zurückkommen lassen und ihm das päpstliche Amt verliehen. Bischof Luitprand von Cremona, der über 50 Jahre später die Geschichte dieser Zeit schrieb, notierte, Zitat, Theodora unterstützte Johannes Wahl, um besser ihre verbotene Verbindung zu ihm zu verdecken. Seine Regierung fand ein plötzliches Ende, als Marosia ihn erstickte. Sie wollte ihn aus dem Weg schaffen, so dass Antichrist Leo VI. Zwischen 928 und 929 Papst werden konnte. Seine Regierungszeit war jedoch kurz, wie wir sehen, 1 Jahr. Denn er wurde von Marosia ermordet, als sie erfuhr, dass er sein Herz einer Frau eines niedrigeren Standes, als sie ihn innehatte, gegeben hatte. Nicht lange danach wurde der jugendliche Sohn von Marosia unter dem Namen Johannes XI. Papst. Habt ihr schon mal gehört, was für eine Inzucht das da ist eigentlich, was sich da auf den Stellvertreter Christi Stuhl setzen will in der katholischen Kirche? Wenn ihr Auszüge aus diesem Buch Katholiken vorlest, ja, ich glaube, dann müsst ihr euch darauf gefasst machen, dass die brüllen, Lüge, Lüge! Und ihr könnt sagen, das ist doch alles geschichtlich bewiesen. Oder wenn sie sagen, nee, nichts von bewiesen, das ist alles Quatsch, das stimmt alles nicht. Der Geist der Lüge ist stark in solchen Leuten. Aber jedenfalls, die katholische Enzyklopädie selber, ja, also aus des Pferdes Maul selber, hören wir hier, die schreibt dazu, einige belegen mit Luitprand und der Liber Pontificalis, dass der natürliche Sohn Sergius III. Ein früherer Papst gewesen war. Ja? Es gibt also dafür Belege. Durch die Intrigen seiner Mutter, die zu dieser Zeit in Rom regierte, wurde dieser auf den Stuhl des Petrus erhoben. Das steht in einer Enzyklopädie. Was meint ihr, wie viel mehr Informationen in anderen Schreiben über die römisch-katholische Kirche der Zeit steht? Im Streit mit einigen Feinden seiner Mutter unterlag er jedoch und wurde ins Gefängnis geworfen, wo man ihn vergiftete. Im Jahr 955 wurde dann der 18-jährige Enkel Marosias unter dem Namen Johannes XII. Papst. Die katholische Enzyklopädie beschreibt ihn als ungehobelten,
unmoralischen Mann, der so ein Leben führte, dass das Lateran als ein Bordell bezeichnet wurde und die Korruption in Rom zum Gegenstand allgemeinen Hasses wurde. Am 6. November wurde in der St. Peterskirche eine Synode bestehend aus 50 italienischen und deutschen Bischöfen einberufen. Johannes war des Sakrilegs, der Simonie, des Meineides, des Mordes, des Ehebruchs und des Inzests angeklagt und er wurde aufgefordert, sich schriftlich zu verteidigen. Johannes lehnte es ab, die Synode anzuerkennen, weil wir wissen, der Papst ist der Richter eines jeden Menschen, kann aber selber nicht vom Menschen gerichtet werden, und drohte alle Teilnehmer der Versammlung zu exkommunizieren, sollten sie an seiner Statt einen anderen Papst wählen. Johannes XII. Übte blutige Rache an den Leitern der gegnerischen Partei. Kardinaldiakon Johannes wurde seine rechte Hand abgeschlagen. Bischof Ottgar von Speyer wurde gegeißelt. Ein hoher kaiserlicher Beamter verlor Nase und Ohren. Nach der Legende starb Johannes am 14. Mai 964, 8 Tage nachdem er während eines Ehebruchs gelähmt wurde. Der anerkannte katholische Bischof von Cremona, Luitprand, der während dieser Zeit lebte, schrieb, keine ehrliche Frau wagte es, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, denn Papst Johannes hatte weder Respekt vor unverheirateten Mädchen noch vor Ehefrauen oder Witwen. Das Schicksal, von ihm geschändet zu werden, war ihnen sicher und dies selbst noch auf den Grabstätten der heiligen Apostel Petrus und Paulus. Die katholische Sammlung der Lebensgeschichten der Päpste, die Liber Pontificalis, schreibt, er verbrachte sein ganzes Leben mit Ehebruch. Die Regierung der Korruption und Perversion. Antichristpapst Bonifatius VII., der zwischen 984 und 85, also auch nur sehr kurze Zeit Papst war, behauptete seine Position durch eine großzügige Verteilung gestohlenen Geldes. Der Bischof von Orléans, im Süden von Frankreich, beschrieb ihn, wie auch Johannes XII. Und Leo VIII., als Monster der Schuld, die nach Blut und Schmutz stinkt, und als Antichristus, der im Tempel Gottes sitzt. Die katholische Enzyklopädie schreibt, er überwand Johannes XIV. Im April 984, ließ ihn in einen Kerker von Sant'Angelo werfen, das kennen wir ja inzwischen, das Gefängnis gegenüber dem Vatikan, gegenüber dem Petersdom, wo der erbarmenswerte Mann 4 Monate später starb. Mehr als ein Jahr ertrug Rom dieses Monster, das im Blut seiner Vorgänger stand. Die Rache jedoch war fürchterlich. Nach seinem plötzlichen Tod im Juli 985, der aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen Gewaltakt zurückzuführen ist, wurde der Leib des Bonifatius den Beschimpfungen der Öffentlichkeit ausgesetzt, durch die Straßen der Stadt geschleppt und schließlich, nackt und mit Wunden, die bedeckt unter die Statue Marc Aurels geworfen. Am folgenden Morgen nahmen mitleidige Priester den Leichnam weg und ließen ihm ein christliches Begräbnis zukommen. Der nächste war Papst Johannes XV. Zwischen 985 und 996, also dem waren zumindest schon mal 11 Jahre hier, beschied, der das Geld der Kirche unter seinen Verwandten aufteilte und der sich selbst den Ruf erwarb, begehrlich nach dem schnöden Mammon und korrupt in all seinen Handlungen zu sein. Benedikt VIII., also der halbe Benedikt XVI., zwischen 1012 und 24, kaufte das Amt des Papstes durch offene Bestechung. Das Amt kaufen nennt man Simonie, nicht wahr? Der nachfolgende Papst, Johannes der 19., kaufte ebenfalls seinen Papsttitel. Da er ein Laie war, also einer, der außerhalb des Klerus eigentlich stand, war es nötig, dass er alle Prüfungen nach der Ordnung des Klerus an einem Tag absolvierte. Also er war ein Mensch, der außerhalb der Kirche kam. Und wenn er dann in die Kirche wollte, musste er alle Prüfungen nach der Ordnung des Klerus an einem Tag absolvieren. Also das sind alle Sakramente und was war eh nicht alles noch. Danach wurde Benedikt IX., zwischen 1033 und 45, als Jugendlicher von 12 Jahren, einige andere Berichte sagen, er war 20-jährig,
durch ein Geldgeschäft mit den mächtigen Familien, die Rom regierten, zum Papst ernannt. Er beging Mord und Ehebruch am hellen Tage, raubte Pilger an den Gräben der Märtyrer aus. Er war ein schrecklicher Krimineller und das Volk verbannte ihn aus Rom. Die katholische Enzyklopädie schreibt, Zitat, er war eine Schande für den Stuhl des Petrus. Simonie, das Kaufen und Verkaufen des päpstlichen Amtes, wurde so üblich und Korruption ausgeprägt, dass weltliche Herrscher eingriffen. König Heinrich III., das war also der Vorgänger von dem deutschen Heinrich IV., Gang von Canossa, den wir ja kennen aus den 1070er Jahren. König Heinrich III. Erhob Clemens II. Auf den Stuhl des Papstes, da kein römischer Geistlicher gefunden werden konnte, der frei von Verunreinigung durch Simonie und Hurerei war. Es gibt eine Reihe von Päpsten, die Morde verübten. Aber Innozenz III., der zwischen 1198 und 1216 auf dem Stuhl war, übertraf darin alle seine Vorgänger. Natürlich. Ein Papst, der den Namen trägt, Unschuldiger, der Dritte, Innozenz heißt Unschuld, das ist derjenige, hier gleich im Bild, dem wir das hier im Bild im Video zu verdanken haben. Nämlich die Inquisition. Ja, die hat er eingeführt. Also, es gibt eine Reihe von Päpsten, die Morde verübten, aber Innozenz der Dritte übertraf darin alle seine Vorgänger. Obwohl er nicht persönlich tötete, förderte er die teuflischste Sache, die jemals in der menschlichen Geschichte geschehen ist, nämlich die Inquisition. Schätzungen über die Anzahl der Ketzer, die Innozenz III., der gar nicht Innozenz, also unschuldig war, töten ließ, gehen bis zu 1 Million Menschen, die er tötete. Ja? Aber die Inquisition herrschte für 600 Jahre. Wie gesagt, über 500 Jahre lang benutzten die Päpste die Inquisition, um ihre Macht denen gegenüber zu behaupten, die die Lehren der römischen Kirche nicht bejahten. Und da gehen die Totenzahlen geschätzt auseinander. Also das kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen. Wir sprechen hier von mindestens 50 Millionen. Das ist ja auch die Zahl, die ihr in meinem Erkennungslied für Stunde die Wahrheit immer hört, das war ja gesungen wird. Ne? 50 Million Christian died in der Zeit von 1203 bis 1805, also in den 600 Jahren. 50 Millionen Christen starben da. Das ist eine Schätzung. Es gibt andere Schätzungen, die sagen sogar, dass es weltweit, also wir sprechen dann ja von der sogenannten zivilisierten Welt, in der westlichen Welt, der römisch-katholisch kontrollierten Welt, aber da gibt es tatsächlich Zahlen, die sagen, dass es bis zu 500 Millionen gewesen sein können. Also 10-mal so viel. Nichts Genaues weiß man nicht. Deswegen beschäftige ich mich auch mit der Inquisition, dadurch, dass ich das Buch von Henry Charles Lear lese, das ihr ja auch ab und zu mal eine Lesung von bekommt. Ich komme da leider nicht zu, mich da so durchzuarbeiten, wie ich es anfänglich geplant hatte, weil in der Zwischenzeit so unglaublich viele wunderbare Brüder in Christus arbeiten und mir Bücher übersetzen, von denen ich früher niemals geträumt hatte, sie in Deutsch lesen zu können. Und wenn man die Bücher dann vor die Nase bekommt, ja, dann will man sie auch lesen. Und das wusste ich nicht, als ich vor knapp 2 Jahren mit Henry Charles Lears Buch über die Inquisition begann. Deswegen habe ich da erst 26 Lesungen, 300 Seiten im ersten Band gemacht. Davon sind auch erst 15 hochgeladen. Da muss ich mich für entschuldigen. Aber zumindest werden die Videos angeschaut und selbst in den Büchern, obwohl sie so gut recherchiert sind und obwohl sie so gut dokumentiert sind, die genauen Zahlen, die weiß nur unser Herr im Himmel. Und ehrlich gesagt, ich will die Zahl auch gar nicht wissen. Ich bin so schon depressiv genug, wenn ich an die römisch-katholische Kirche denken muss. Und ich glaube, es geht vielen meiner Zuhörer und Zuschauer ganz genauso. Und die sagen, es ist gut genug, dass der Herr das weiß und dass der Herr von sich selbst sagt, die Rache ist mein, sagt der Herr. Ja? Und dass er diese armen Seelen dann später rächen wird am Tag des Gerichts. Das ist nichts, wo wir uns drüber freuen können, weil ich habe keine Freude daran, dass jemand in den Höllensee verschwindet und dafür ewig und alle Tage da brennen muss. Aber es ist zumindest so, dass die Gerechtigkeit, die wir hier auf dieser Erde niemals bekommen, dass die vor unserem wahren Gott, wenn wir vor dem vor Gericht stehen, dass wir sie dort wohl bekommen. Ja, Michael, ich habe es gehört, ich werde dir gleich das Wort geben. Ich finde es nur unglaublich wichtig, dass wir mal eben dabei stillstehen. Diese Inquisition, die wird hier nicht allzu viel erwähnt in dem Buch. Und die Inquisition ist ein Thema, dem man sich wirklich sehr intensiv widmen sollte. Ich habe bereits
in Englisch das Buch gelesen von Philipp von Limborch, A History of the Inquisition, zumindest ungefähr 300 Seiten davon. Die Videos werden überhaupt nicht angeschaut, deswegen habe ich damit erstmal aufgehört. Setzt das Programm erstmal auf die Seite. Inquisitionsgeschichte im Mittelalter von Henry Charles Lear, das lese ich noch weiter. Und hier in diesem Buch hat das auch nur einen ganz, ganz kurzen Abschnitt. Aber wenn man sich da einmal, ich sag mal jetzt nur einen einzigen Tag nimmt, mehr muss es noch gar nicht sein. Da nehmt ihr euch mal so ein Buch wie John Fox, Fox's Book of Martyrs, das gibt es ja auch in Deutsch, das Märtyrerbuch. Nehmt ihr euch das Buch mal vor. Und dann nehmt ihr euch mal die Geschichte der Waldenser von James Atkin Wiley und solche Dinge vor. Und nehmt euch mal Auszüge aus Die Frau und das Tier von Dave Hunt, Auszüge aus Ralph Woodrow, hier, was wir jetzt lesen, von Babylon nach Rom, wollte ich gerade sagen, Babylon, Mysterien, Religion vor. Und lest euch da mal ein wenig ein und dann stehen euch die Nackenhaare auf vor Grauen, was man darüber liest, wie die römisch-katholische Kirche damals war. Und da wir wissen, dass die römisch-katholische Kirche Semperi Adam ist, unveränderlich, ja, ist das dieselbe Kirche heute, wie sie damals war. Und sie hat im Zweiten Vatikanischen Konzil 1962 alle Lehren, alle Dogmen des Konzils von Trient, des verdammten Konzils von Trient, des konterreformatorischen Konzils von Trient zwischen 1545 und 1563 alles bestätigt. Das Buch von Neuner und Roos, was ich ja schon öfter mal gezeigt hatte, wo die Beschlüsse von dem Konzil von Trient drinsteht, alles ist heute noch gültig. Und wie ich letztens bereits in einer anderen Lesung gesagt hatte, diese Dinge, diese Gesetze sind heute immer noch de facto anwesend. Dass sie nicht de jure durchgesetzt werden, ist eine andere Sache. Das kann aber noch kommen. Und das ist genau das, was uns allen zu warten steht. Zumindest den wahren Christen, die wahre Verfolgung auf dieser Erde wieder erleben werden. Genauso, wie wir sie durch die Zeiten der Inquisition erlebt haben, genauso, wie die Waldenser sie in Jahrhunderten der Verfolgung im Süden von Frankreich erlebt haben, genauso, wie die Hugenotten sie durch die Jahrhunderte erfahren haben, mit den St. Bartholomäus-Massaker unter anderem in 1572, wo in einer Nacht mehr als 50.000 Menschen allein in Paris getötet wurden und innerhalb von wenigen Wochen in ganz Frankreich mehr als 100.000 Tote fielen von den Protestanten, nachdem das dann dazu geführt hat, dass man in den 90er Jahren des 16. Jahrhunderts das Edikt von Nantes eingeführt hat, das dann König Louis XIV. 1685 wieder eingezogen hat und da begann dann die Verfolgung der Hugenotten wieder und das hat unter anderem dazu geführt, dass solche Leute, solche Familien wie die von Tapassauci ausgewandert sind nach Amerika, dem wir das Buch zu verdanken haben, Herrscher des Bösen, aber die Verfolgung war grauenvoll und man kann es mit Bildern gar nicht ausdrücken, ich habe selber nicht genügend Wortschatz, um euch zum Ausdruck zu bringen, wie angewidert ich bin von dieser Inquisition und wie viel mehr angewidert ich davon bin, dass es heutzutage Millionen von Menschen gibt, die nichts anderes zu tun haben, als sich niederzubeugen und demjenigen, der die Inquisition in Gang gesetzt hat und durchgeführt hat, jahrhundertelang und Millionen und Abermillionen von Menschen kaltblütig ermordet hat, niederfallen, den anbeten und dass so einer heute im Fernsehen über die ganze Welt da stehen kann und sich als Moralapostel über diese Welt aufspielt. Da kommt mir das kalte Grausen. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen muss, wenn sowas passiert. Das musste ich mir jetzt mal eben von der Seele reden. Ja, die Lesung nimmt hier ein Ende für heute. Kein Problem. Ich lasse Michael auch gleich nochmal gerne ans Wort. Kann er gerne seinen Sarg dazu sagen. Aber das musste ich mir von der Seele reden. Mir wird sowas von schlecht, wenn ich diese Heuchelei in dieser Welt sehe, weil die Menschen diese Geschichte nicht kennen. Und wenn sie ihnen dann gebracht wird, dann sagt YouTube wegen ein oder zwei Bildern da drin von, oh, dieses Video ist aber erst ab 18 Uhr, oh, dieses Video ist aber jetzt wegen Gemeinschaftsrichtlinien Hassrede und das muss raus. Das darf man nicht sagen. Die Wahrheit darf nicht gesprochen werden. Die Leute dürfen nicht aufgeklärt werden darüber, dass die römisch-katholische Kirche der größte Mörderverein in der Geschichte der Menschheit ist. Das darf nicht gesagt werden. Und doch sitze ich hier und ich tue es und ich halte meine Schnauze nicht, bis ich tot umfalle. Das verspreche ich euch. Herr Michael. Eieiei. Ich wollte eigentlich nur anmerken, dass egal ob jetzt 5 Millionen oder 50 Millionen oder 500 Millionen oder wie auch immer, dass wir halt heutzutage so dazu neigen, irgendwelche Zahlen so ganz kalt und analytisch und sachlich, unemotional, maschinell wahrzunehmen. Ich finde das fürchterlich, wenn
man schaut, was für eine Tragik das ist, wenn eine Mutter ihren Sohn oder ihre Tochter oder halt ein Kind oder wen auch immer verliert, wie viel Leid über eine Familie kommt, dann ist halt jeder Todesfall eigentlich zu viel. Mal abgesehen davon, dass sie natürlich dann das sechste Gebot, also deren fünftes Gebot, aber das eigentliche sechste Gebot, du sollst nicht töten, ja nicht beherzigen. Aber dass diese Zahlenspielerei ist wirklich völlig absurd, denn es ist immer ein Leid, was über die Menschen kommt. Das ist dieselbe Geschichte wie beispielsweise mit dem Bombenabwurf auf Dresden 1945. Das ist eigentlich relativ egal, wie viele Leute das sind. Abgesehen davon, dass es heute natürlich immer weiter verdrängt wird. Der Fakt ist letzten Endes, es werden wissentlich, egal wo, im Krieg und so weiter und so fort, und jetzt speziell hier in der Inquisition, wissentlich Menschen umgebracht. Menschen umgebracht. Menschen. Nicht irgendwelche Pflanzen zertreten, nicht irgendwelche Lebensmittel weggeworfen. Es werden Menschen, es werden Existenzen vernichtet. Es werden Menschen, die damit auch zu tun haben, aus dem nahen Umfeld, in den völligen Ruin getrieben. Es werden Menschen total depressiv gemacht, Menschen zu Wracks gemacht. Da stehen halt Eltern fassungslos da und irgendjemand ermordet halt einfach die Menschen. Das ist sowas von unvorstellbar, dass man einem anderen Menschen sein Leben nehmen kann. Und das auch noch mit dem Hinweis darauf, einer Order zu folgen. Ich finde das sowas von bezeichnend für jegliche Zeit. Da müssen wir ja nicht erzählen, dass wir heutzutage in einer Zeit leben, die jetzt besonders kalt ist. Die war ja anscheinend im Mittelalter nicht besser. In dem Moment, wo ich jemand anderem sein Leben nehme, da spiele ich Gott. Der Erfindungsreichtum, den der Mensch an den Tag legt, wenn es darum geht, um Foltermethoden, Quälmethoden und Mordmethoden für andere Menschen zu erfinden, ist unbegreiflich groß. Ja, der ist aber nur deswegen unbegreiflich wahrscheinlich, weil die Menschen halt in einem ganz anderen Geist leben, der denen sagt, ey, das zählt nur, dass du halt deinen möglichst großen Spaß und Profit im Leben hast. Darum geht's doch. Wenn 99% der Menschen in diesem Geist sind, dann sehen wir doch draußen auch die Auswirkungen davon. Warum die Menschen wegen einer Kleinigkeit, wegen, weiß ich nicht, 20 Euro in der Handtasche oder was weiß ich, eine alte Oma auf dem Friedhof da niederprügeln? Ja, das kann ich doch nicht, wenn ich ein normal gesunder, denkender Mensch bin. Dann sage ich doch auch, Moment mal, ich werde doch auch irgendwann mal alt. Die totale Verrohung der Sitten, ja. Schau mal hier, das ist doch ein fieses Bild. Diese Maske wird dem Delinquenten, dem Ketzer aufgesetzt. Sie wird am Gesicht vorne und hinten geschlossen. Und hier gibt es diese Funnels, also diese Trichter, die führen in das Ohr. Und da gießt man kochendes Öl hinein. Ich finde das noch immer ein sehr, sehr grausames Mittel ist, aber es ist im Vergleich mit manchen anderen Dingen. Ja, es gibt noch viel schlimmere Dinge. Nein, aber du siehst, da wird ja alles verdreht. Das ist ja genau wie bei Albert Pike, der dann erzählt von wegen, ja, es gibt einen guten Gott, der wäre Lucifer, und der schlechte ist halt Adonai. Ne? Es ist ja genau dieselbe Geschichte in Grün. Es wird alles immer umgedreht und verdreht, und im Endeffekt, es ist ja keinem geholfen, wenn jemand umgebracht wird. Ja? Nein. Es ist letzten Endes so, du spielst dann, oder derjenige, der das macht, der spielt dann in dem Moment Gott. Und ich glaube, dass es da auch in der lateinischen Vulgata-Bibel keinen Aufruf zum Mord gibt, der da im Neuen Testament drinsteht. Also wäre mir jetzt nicht bekannt. Wenn Jesus sagt, steck dein Schwert wieder in die Scheide, zu Petrus, glaube ich, oder demjenigen, der dem römischen... dem römischen Soldaten da das Ohr abgeobelt hat, ja, abhieb, dann ist doch letzten Endes, wo ist denn dann die Rechtfertigung für jemanden, der sich auf Jesus Christus oder als Statthalter oder als Stellvertreter Jesus Christus beruft, dann Gewalt anzuwenden? Wo steht denn die im Neuen Testament? Ja, es gibt noch eine andere Stelle im Neuen Testament, wo Jesus Christus den Leuten sagt, und verkauf zur Not deine letzte Jacke und kauf dir ein Schwert und ziehe aus. Das Problem ist nur, dass die Leute nicht verstehen, dass es hier um eine geistige Botschaft geht, dass wir konfrontiert sind mit Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18, um die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, und dass, wenn Jesus uns anbefiehlt, ein Schwert zu kaufen, dass es nicht um ein materielles Schwert geht, sondern dass es um das geistige Schwert geht. Kauft euch ein geistiges Schwert, besorgt euch die Bibel, besorgt euch das Wort Gottes, geht damit aus und zieht damit aus.
Weil wenn es Jesus Christus jemals damit ein anderes Schwert meinen würde, ja, also nach dem Motto, er würde meinen, kauft euch ein Schwert aus Metall und tötet andere Menschen, dann würde Jesus als Gott sich ja selbst widersprechen, wo er seinem eigenen Gebot widersprechen würde. Du sollst nicht töten. Ja, zudem sagt da Gott sich aber nicht widerspricht, muss man halt nur das richtig verstehen. Und das ist das Problem der meisten Menschen. Sie wollen die Bibel nicht verstehen, wie sie geschrieben ist. Sie wollen die Bibel verstehen, wie sie sie selbst interpretieren. Und warum interpretieren die Menschen die Bibel selbst, Bruder? Weil sie den Heiligen Geist nicht haben, der sie in alle Wahrheit leitet. Das ist leider nur die Minderheit der Menschen heutzutage, die die Bibel lesen, die durch das Bibellesen auch durch den Heiligen Geist in die alle Wahrheit geleitet werden. Und die anderen lesen da in der Bibel was und verstehen da etwas ganz anderes drunter, als das, was du und ich und viele, die hier in dieser Sendung sind oder die dieses Video schauen, darunter verstehen. Weil sie einen ganz anderen Geist haben. Ich habe letzthin für eine Lesung habe ich mir ein Experiment angeguckt, wo es um Obrigkeitshörigkeit ging. Das werden wir in einer Lesung über Peter Gabriel mal behandeln. Ich glaube, dass viele der Inquisitoren überhaupt nicht bibelkundig waren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach nur so gehießen hat, von wegen der Befehl kommt im wahrsten Sinne des Wortes von oben, also aus der oberen Hierarchie. Ja? Entschuldigung, aber du weißt doch, in der Zeit gab es keine Bibel. Die Menschen durften keine Bibel haben. Natürlich kannten die Bibel nicht. Das ist reine Obrigkeitshörigkeit. Und das ist genau das Gleiche wie mit Leuten, die Verbrechen im Dritten Reich in Deutschland verübt haben oder die Verbrechen verursacht haben in Kroatien, in dem unabhängigen Staat Kroatien zwischen 41 und 45, die Ustaschas. Und das sind genau dieselben Leute, die Japaner, die nicht nur Kamikaze mit Flugzeugen gemacht haben, sondern die auf bestialische Weise Menschen in Indochina getötet haben. Das ist genau wie mit den Chinesen, als sie gegen die Russen in den Krieg zogen und. Das ist überall da ganz genau dasselbe. Diese Obrigkeitshörigkeit, das zieht nur, weil die Leute die Bibel nicht kennen. Und wenn die Leute die Bibel nicht kennen, dann sind sie einfach nur wilde. Ja, schau mal, dann gibt es jetzt seit ungefähr 25 Jahren ungefähr Pi mal Daumen das Internet frei verfügbar für einen Privathaushalt. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, sich umsonst diese Schriften runterzuladen. Es gibt für mich doch jetzt keine Ausrede mehr zu sagen, ja gut, habe ich keine Ahnung, wusste ich nicht besser, denn wenn ich doch jetzt in den römischen katholischen Diensten bin, dann habe ich doch auch die Möglichkeit, mich über Internet und alles da mal schlau zu machen. Diese Möglichkeit hatten die Menschen und auch die Inquisitoren im Mittelalter nicht. Nein, das ist ganz richtig. Das Problem dabei bei der Sache, die du besprichst, ist natürlich, hast du im Prinzip recht. Das Problem ist nur, der Mensch sucht nicht Gott, Gott sucht den Menschen. Der Mensch von sich aus kommt niemals auf die Idee, die Bibel fast zu nehmen. Der Mensch nimmt nur die Bibel in die Hand, wenn Gott ihn dazu bringt. Jesus hat gesagt, jeden, den mein Vater mir gibt, jeder, der anklopft, den werde ich in keiner Weise ausschließen. Oder dem werde ich die Tür schließen oder wie auch immer. Ja, die Frage ist ja nur, wie die Leute die Tür finden. Ne? Ja, das Problem ist ja nur, es geht um die Leute, die der Vater zu Jesus bringt. Das ist genau, wie Jesus damals gesagt hatte, bevor er ans Kreuz geschlagen wurde. Er hatte gesagt, Vater, keinen von denen, die du mir gegeben hast, ist verloren gegangen. Außer Judas Iskariot, und den hast du mir nicht gegeben, weil Judas Iskariot war von einem anderen Geist beseelt. Gott hat dafür gesorgt, dass er die Jünger unterwandern konnte, dass er seinen Job erledigen konnte, den er erledigen musste, aber er war nicht von Gott zu Jesus gebracht worden. Nee, da steht ja auch ganz, ganz eindeutig beim letzten Abendmahl geschrieben, ne? Unser Satan fuhr in ihn. Ne? Genau. Ja. Der Satan hat auch dafür gesorgt, dass er überhaupt schon von vornherein überhaupt zu dieser Gruppe dazuhörte. Und das ist eigentlich auch eins der besten Beispiele im Neuen Testament, in der Bibel überhaupt, wo jemand sieht oder wo jemand halt wirklich dann schreibt und beweist, da der Geist, der dich leitet, der ist derjenige, der letzten Endes da die Menschen beeinflusst und die Menschen zu entsprechenden Taten bringt. Ja, jetzt könnten wir noch eine wunderbare Diskussion beginnen über den freien Willen, wo du dich ja auch gerade in das Schreiben von Martin Luther und Erasmus eingelesen hast. Aber das würde natürlich den Rahmen dieser Sendung absolut sprengen. Das wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Da können wir vielleicht ein anderes Mal drauf reingehen. Aber der Punkt ist ganz einfach so, wir Christen, wir, die wir vom guten Geist beseelt sind, sage ich jetzt mal so, ja, wir können uns nicht in den Geist, in den Verstand eines Menschen reinversetzen, der von dem Geist der Gegenseite besessen ist. Wir
können nicht verstehen, was im Kopf eines Mörders vor sich geht. Wir können nicht verstehen, was in Menschen vor sich geht, die Kannibalen sind, aus Spaß, die Massenmörder sind, aus Spaß. All diese ganzen Dinge, das ist für uns unvorstellbar. Wir stehen da und sagen, wow, wie ist das möglich? Es ist möglich, weil die einen anderen Geist haben. Und der Geist, den wir haben, der beschützt uns davor, solche Gedankengänge überhaupt zu verstehen. Und deswegen sagt unser Herr im Himmel, er ist derjenige, der rächen wird und der für Gerechtigkeit sorgen wird. Nicht wir, sondern er. Hast du noch was zum Abschluss? Sonst bringe ich das hier zu Ende, Bruder, für heute. Nö. Alles gut. Alles gut. Okay. Da gab es doch mal einen in unserer Gruppe, der sagte, alles gut, das sollte man auch nicht so sagen. Naja, muss er mir nochmal erklären. Aber im Grunde hat er ja recht, es ist überhaupt nichts gut, schon gar nicht in diesem System. Aber es kann etwas gut werden, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, wenn wir neben der Bibel in die Hand zu nehmen uns selbst bilden, weil in diesem System werden wir nicht gebildet, wir werden nur indoktriniert. Wenn wir uns daneben selbst bilden mit wahrer Geschichte, mit wahrer Kirchengeschichte, mit wahrer protestantischer Geschichte und natürlich mit dem Wort Gottes durch die Bibel. Wir müssen immer an erster Stelle die Bibel lesen, weil schließlich ist es der Geist der Bibel, der uns leitet und der uns durch das Lesen der Bibel eben auch in alle Wahrheit leitet. Dafür sollten wir dankbar sein und tagtäglich, ich hätte jetzt beinahe geflucht, auf die Knie fallen und Gott dem Herrn im Himmel dafür danken und Jesus dafür danken. So wie ich dem Herrn Jesus dafür danke, dass er mir heute die Möglichkeit gegeben hat, diese Lesung hier mit euch zu machen. Und ich verbleibe mit dem innigsten Wunsch, dass ihr eure Bibel nehmt und eure Bibel lest. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen, in der nächsten Lesung von Babylon Mysterienreligion, der dann 15. Lesung in dem 12. Kapitel, wo wir weiterfahren. Bis dahin, lest eure Bibel. Maranatha. Musik.